Wenn es so weitergeht, dann ist das einzig Lebendige am Fährberliner Platz irgendwann der Verkehr. Autos gibt es da ja jede Menge. Geschäfte und Passanten dagegen immer weniger. Erst ist die Rentenversicherung ausgezogen. Bald soll nun auch das Rathaus Wilmersdorf seine Türen dicht machen. Und rundherum machen die Läden dicht. Der ohnehin recht kahle Platz wird zunehmend trostlos. Unheimlich, traurig und verlassen. Ein richtiger Schaufensterbummel bietet sich in dieser Ladenpassage schon lange nicht mehr an. Die Auslagen verschwunden, die meisten Geschäfte verwaist. Die letzte Pizza wurde hier vor über 3 Monaten gebacken. Das Erdgeschoss im Gebäude der Deutschen Rentenversicherung am Fährberliner Platz ist so gut wie ausgestorben. Viele Anwohner, wie Ingrid Jakobs zum Beispiel, sind irritiert und verärgert. Wir sind vor 6 Jahren hierher gezogen, in der Annahme, dass es hier sowas zum Einkaufen gibt, ein Einkaufszentrum. Und dann wurde irgendwann klar, dass hier die Rentenversicherung saniert und ein Laden nach dem anderen ging raus und jetzt als letztes der Supermarkt und nun gibt es hier gar nichts mehr. Nichts. Erst nach der Sanierung, die in knapp 2 Jahren abgeschlossen sein soll, wird die Ladenpassage wieder zum Leben erweckt. Schwierig für die Anwohner, denn auch sonst ist für viele der Fährberliner Platz kein Platz, an dem man gerne mal stehen bleibt oder sich gemütlich hinsetzen möchte. Obwohl, der 70er-Jahre-Charme des U-Bahnhofs und der Straßenlampen beißt sich so schön mit den umfunktionierten Nazi-Bauten, dass das auch wieder was hat, meinen andere. Jetzt sollen nicht die 7 Schwaben, sondern die Bautruppen ab Juni anrücken, um das Gebäude der Deutschen Rentenversicherung zu sanieren, die es sich seit 1973, damals noch unter dem Namen Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, hier gemütlich gemacht hat. In jedem Stockwerk befindet sich neben den Großraumbüros eine Ruhezone mit Automaten für Getränke. Den Damen steht außerdem ein Kosmetikraum zur Verfügung. Ohne Make-up, Bauarbeiter würden sagen entkernt, sind jetzt 40 Jahre später einige Etagen. Und die Mitarbeiter werden auf andere Standorte verteilt, ebenso lange die Sanierung andauert. Asbest gibt es hier so gut wie nicht, aber es gibt Dämmplatten mit Mineralfasern und die müssen natürlich entsorgt werden. Raus müssen jetzt auch die wenigen übrig gebliebenen Ladenbetreiber unten im Erdgeschoss. Ob sie nach der Sanierung wieder zurück in ihr Geschäft können, ist ungewiss. Weil, denke ich, ungefähr 2 Jahre vor war ein Gespräch. Sie hat uns ein großes Pläne gezeigt, wie das wird. Das muss die Passage richtig groß geworden und so weiter und so weiter. Und mit uns kein weitere Verträge gemacht. Wir können natürlich noch keine konkreten Zusagen für die Mieter machen. Wir wissen nicht, wie in 2 Jahren der Mietspiegel hier sein wird in diesem Umfeld. Wir kennen das gesamte Umfeld noch nicht. Auswirkungen wird sicherlich auch der Verkauf des Rathauses haben. Ob der Bezirk das Rathaus Wilmersdorf, wie berichtet, tatsächlich aus Kostengründen aufgibt und die Mitarbeiter auf andere Standorte verteilt, entscheidet sich am Donnerstag in der Bezirksverordnetenversammlung. Vielleicht steht es dann erst einmal lange leer oder ein neuer Besitzer sorgt mit seiner Belegschaft dafür, dass die 2014 wiedereröffnete Ladenpassage am Fährberliner Platz umso belebter wird.